Und damit sage ich herzlich willkommen bei meinem neuesten Projekt, Pokémon Mystery Dungeons Portal in die Unendlichkeit. Das ist ein Blind Game, also ich habe das noch nicht gespielt, außer die Demo. Halt, ja, da hat es mir echt schon gefallen. Also der Anfang ist jetzt nicht blind, aber irgendwann mal wird es echt mal kritisch für mich. So, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das Spiel jetzt im Ganzen aussieht. Ich freue mich so sehr. Also ich habe die Demo nicht gespielt. Ich habe sie mir als Let's Play angeguckt. Von Domtendo. So, dann fangen wir jetzt gleich an, ey. Boah, ey, what the fuck. Das ist bis jetzt beste Pokémon-Spiel aller Zeiten. Es geht los. Natürlich werde ich wieder reden. Und das ist wirklich ein Spiel, wo nur gequatscht wird. Wo bin ich hier? Ist das ein Traum? Kann es sein? Träume ich etwa? Oh, das eben. Kein Zweifel, ich höre von irgendwoher eine Stimme. Irgendjemand ruft nach mir. Du, der jetzt meine Stimme hörst. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. Wir brauchen deine Hilfe! Somniam. Und Regifalo. Was? Was war das gerade? Was habe ich da eben gesehen? So, das bin ich. Dieser Dunst. Nanu? Ich kann etwas erkennen. Wenn dann nur undeutlich. Bin das etwa ich? Mein Abbild ist ganz verzerrt. Meine Gestalt verändert sich. So, eigentlich wollte ich... Eigentlich lieber immer Wasser-Pokémon, aber... Bei Mystery Dungeons, boah. Also bei diesem Spiel nehmen die meisten wirklich Milzer. Mach ich jetzt auch. Ich verwandle mich in einen Milzer. Tatsächlich, ich bin jetzt ein Milzer. Ah, dieses Licht. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber diese Stimme, die vorhin um Hilfe rief, ich glaube, sie kam von dort drüben. Sie bat mich, die Welt der Pokémon zu retten. Aua, ich sehe lauter Sterne, sonst ist alles um mich herum schwarz. Hey du, bist du in Ordnung? Komm zu dir, kannst du mich hören? Ich höre eine Stimme, wer ist das wohl? Ah, ich kann langsam aber sicher wieder etwas sehen, das ist ja ein... Serbi voll. Oh, du bist aufgewacht. Bist du in Ordnung? Wow, ein Pokémon. Ein Pokémon, das spricht? Bist du verletzt? Ach so, ich bin ja jetzt ein Milzer. Also verstehe ich die Sprache der Pokémon. Dir fehlt absolut nichts. Ganz sicher? Jetzt echt? Das freut mich. Du bist immerhin aus allen Wolken gefallen und das meine ich wortwörtlich. Ich bin vom Himmel gefallen? Ach so, stimmt ja. Ich habe dieses Licht gesehen und dann bin ich in die Tiefe gestürzt. Du hast echt Glück, nicht mal einen Kratzer abbekommen zu haben. Ein wahrer Glücksfall. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich bin Serbifoy. Und du? Wie heißt du? Wie ich heiße? Ach ja, richtig, mein Name.
Was mache ich da? Nicht paar. Okay. Hab ich recht? Ja. Stimmt. Passi? Passi ist also dein Name. Freut mich sehr. Und? Woher kommst du, Passi? Deutschland. Nein, nein. Dass vom Himmel gefallen bist, weiß ich ja schon. Jemand wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Daher frage ich mich, wo du geboren bist, wo du lebst und so. Naja, du weißt schon. Und natürlich frage ich mich auch, warum du so plötzlich vom Himmel gefallen bist. Und denk bloß nicht, dass du tatsächlich in Wolken wohnst. Verstehe. Tja, was antworte ich jetzt am besten darauf? Soll ich sagen, dass ich aus einer Welt jenseits der Wolken komme? Das glaubt doch keiner. Wenn man wenigstens das Loch im Himmel sehen könnte, durch das ich gefallen bin. Aber lügen will ich wiederum auch nicht. Das Beste ist, ich sag die Wahrheit. Was? Du bist also in Wirklichkeit ein Mensch, Passi? Du hast jemanden um Hilfe rufen gehört und plötzlich warst du ein Pokémon? Du bist also aus der Welt der Menschen zu uns gekommen. War ja klar. Wer würde so etwas auch glauben? Hm? Okay, alles klar. Ich glaube dir. Natürlich glaube ich dir. Was? Einfach so? Dann bin ich paff. Klar, was du da sagst, Passi, klingt natürlich so ziemlich verrückt. Ich dachte, Menschen gäbe es nur Märchen. Allein die Vorstellung, dass ein Mensch zum Pokémon wird und eines Tages einfach vom Himmel fällt, ist schon bizarr. Aber wie soll ich es sagen? Ich glaube, dass es auf der Welt viele Dinge gibt, die mysteriös und unerklärlich sind. Wer weiß, vielleicht ist da alles auch gar nicht so mysteriös. Es liegt eben in der Natur der Dinge, das mysteriös zu finden, was man nicht kennt. Wow, das ist wirklich mal eine erfrischende Sichtweise der Dinge. Ich will noch viel mehr wissen und noch viel mehr sehen. Und ich möchte Pokémon begegnen, die bisher noch niemand gesehen hat. Ich möchte in Ruinen und Höhlen erforschen. Ich möchte allerlei Abenteuer erleben. Kurzum, ich möchte Abenteurer werden. Also habe ich mich auf Reisen begeben und naja, ich bin hier. Ah, aber ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss etwas wahnsinnig Wichtiges erledigen. Ich würde mich ja gerne beeilen, aber es ist hier der Weg leider nicht ganz ungefährlich, vor allem wenn man allein ist. Oh je, was soll ich bloß machen? Ich hab's. Passi, du, ich bitte dich. Würdest du mich wohl begleiten? Ich bin auch so schon fast am Ziel meiner Reise. Aber wenn ich mich nicht beeile, komme ich womöglich zu spät. Und alle trauen mir nicht, dass nicht... Und allein traue ich mir das nicht zu. Oh je, die Zeit wird knapp. Bitte begleite mich. Ah! Und das erste Level. So, das ist alles noch in der Demo gewesen, das weiß ich ganz genau. Dann kann ich mich noch erinnern. So geil, dass man hier was machen kann. Das ist so cool. Wow, es ist wunderschön hier. Natur pur, der absolute Wahnsinn. Passi, hier entlang. Na los, beeil dich. Nanu? Tja. Die Brücke ist kaputt. Was machen wir denn jetzt? So kommen wir nicht weiter. Ah! Wie es aussieht, bleibt uns nichts anderes übrig, als dort reinzugehen. Lass uns gehen, Passi. Mhm. Wird der erste Dungeon werden jetzt. Bang. Stufenberg, Westhöhle. Beginnen wir mit dem Spaß. So. Expeditionstipp. Auf geht's. Begib dich auf die Suche nach der Treppe zur nächsten Ebene. Nutze, um dich fortzubewegen. Halte dabei B gedrückt, um schneller voranzukommen. So, da mal ein Penner. Halte L gedrückt und drücke währenddessen A, B, X oder Y, um die Attacke auszuwählen, wie du einsetzen möchtest.
Setzen hier so ein bisschen Gewissheit an. Sehr effektiv. Bang. Richtig. Boom. Auch. So, also mal jetzt mal die Pferde. So, der ist auch weg. So. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, den Gegner mit Attacken anzugreifen. Halte L gedrückt und drücke währenddessen AB, ja, um die Attacke auszuwählen, wie du einsetzen möchtest. So, da unten haben wir eine Sinnelbeere. Die macht mal richtig Bang. Diese eine Sinnelbeere. Damit kannst du große Mengen einer KP-Regner. Öffne das Menü, indem du X drückst und wähle unter Items die eine Sinnelbeere aus, um sie zu essen. Deine KP... Mann! Deine KP regenerieren sich schrittweise, während du dich fortbewegst, auch ganz ohne eine Sinnelbeere. Oder du drückst stattdessen gleichzeitig B oder A, um auf der Stelle ein wenig KP zu... Alter, ich kann dieses Wort nicht lesen! Dabei kannst du aber angegriffen werden. Jetzt laufe ich zu weit. So, Gewissheit! Ja, Musik. Benutze oder während du XY gedrückt hältst, um deine Ausrichtung zu ändern, ohne dich dabei von der Stelle zu bewegen. Hoppla. Hat sich gelohnt. Mal kurz vor. So, wo ist jetzt nur die Treppe? Da haben wir die Treppe. Nimm die Treppe, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Du kannst danach allerdings nicht mehr zurück, also stelle sicher, dass du nicht noch irgendetwas auf der aktuellen Ebene erledigen solltest. Nö. Alles gemacht. So, wo sind wir jetzt? Ich kann mich noch so ein bisschen erinnern. Ich glaube, untersuch den glitzernden Gegenstand mit A und schaue, was passiert. Okay. Ich glaube, da, ja. Mann, ich kann mich kaum noch erinnern. Obwohl das gar nicht mal so lang war. So. Genau, da rein. Möchtest du weitergehen? Natürlich. Osthöhle, diesmal. Oh, hier sind gleich zwei Sinnelbären. Wenn entweder du oder Zeppi voll besiegt werden, ist eure Expedition gescheitert. Also sei stets auf der Hut. Oh, ja. Wenn deine Expedition scheitert, verlierst du womöglich ein paar der Items, die du dabei hattest. Boah, in Himmel war's schlimm! Verliert man fast alles? Das ganze Geld? Werde ich wahrscheinlich auch noch Let's Playen. Vielleicht. Das ist wirklich ein Gequatschspiel. Ich glaube, das ist das Schlimmste. So. Bang! Daneben. So ein paar IP. Warum setzt du Silberblick ein? Doof. Boah, gleich getötet, Mann. So, ich muss immer so ein bisschen nach unten gucken. Hä? Mann. Ah, da. Du kannst unter deinem Menüpunkt anderes über die Regeln des Spiels erfahren. Öffne das Menü, indem du X drückst und wähle unter sonstige entweder Spielanleitung oder Tipps zum Dungeon aus. Ah, das brauche ich gerade nicht. So, den besiegen wir mal schnell. Sehr wertvoll, du setzt irgendwas ein. Ja, super. Gut gemacht. Haben wir hier ein Item? Nein. So, ich glaube... Hä? Was jetzt? Geschafft! Wir sind auf der anderen Seite. Achso, die wollten auf die andere Seite. Wir sollten gleich da sein. Nur noch ein kleines bisschen. Hä? Wie? Achso. Wow, geschafft.
Möchtest du dein Spiel schon speichern? Natürlich. Was denn sonst? Wie heißt die Stadt nochmal? Hurra, wir haben es geschafft. Da wären wir. Das wurde auch... Es ist alles dir zu verdanken, Passi. Vielen, vielen Dank. Lass uns keine Zeit verlieren. In dem Brief stand ganz sicher, dass wir hier entlang müssen. Sieht nicht sehr schön aus. Morlot. Gerade noch rechtzeitig. Ich bin Morlot. Ich verwalte das Grundstück hier. Bist du zufällig Sabifoy? Ja, das stimmt. Hab ich es doch gewusst. Kommst du von weit her oder musst du ja müde sein? Da hat sich der Weiterei doch gelohnt. Ich habe hier ganz alleine Löcher in die Luft gestarrt. Ich wollte schon die Heimreise eintreten, so sehr habe ich mich gelangweilt. Aber nun, wo du schon einmal hier bist? Bist du wirklich damit einverstanden? Immerhin ist die Gegend hier nicht nur sonderlich einladend. Außerdem breiten sich die mysteriösen Dungeons tagtäglich weiter aus. Wer weiß, was aus diesem Ort hier wird. Ja, aber gerade das macht den Reiz aus. Das nötige Kleingeld habe ich auch dabei. Wirst du es auch sicher nicht bereuen? Nun gut, bitte, hier ist der Kaufvertrag. Der Grundstück gehört nun dir ganz allein. Du kannst damit anstellen, was du willst. Tschüss. Hip, hip, hurra! Ich werde diesen Ort in mein eigenes kleines Paradies verwandeln. Entschuldige, dass ich so aus den Häuschen bin. Ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich Abenteurer werden will. Und von hier aus werde ich meinen Traum wahr machen. Mein Traum ist es, ein Paradies für uns allen zu schaffen. Ein Pokémon-Paradies. Ein Pokémon-Paradies? Und hier soll dieses Paradies haben. Diese mysteriösen Dungeons breiten sich weit aus. Und niemand weiß, was hier noch geschehen wird. Das verunsichert natürlich viele Pokémon, aber mich nicht. Denn gerade diese Ungewissheit macht es erst so richtig spannend. Ich werde jeden Winkel dieser Gegend erkunden und mit vielen Pokémon Freundschaft schließen. Oh, ich kann kaum noch Luft. Wir werden alle zusammenarbeiten und gemeinsam ein Leben voller Freude führen, das nichts zu wünschen übrig lässt. Ich möchte ein wahres Paradies aus Erden schaffen. Das ist mein größter Traum. Daher habe ich mir das Geld für dieses Grundstück im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde abgespart. Außerdem waren diese anderen Grundstücke viel zu teuer, der reinste Wucher. Ich hatte eigentlich gar keine Wahl. Schwamm drüber. Das ist der Ort, an dem mein Traum Wirklichkeit werden wird. Sieh an, davon träumt sie wie vorher also. Wie schön, wenn man Träume hat. Ich bin schon von bloßen Zügen ganz aufgeregt. Und du, Passi? Was hast du nun vor? Weißt du schon, wohin du gehen wirst? Falls du nichts vorhaben solltest, nun dann könntest du mir ja vielleicht dabei helfen, mein Paradies aufzubauen. Na, was hältst du davon? Wie bitte? So ganz allein werde ich eine halbe Ewigkeit brauchen. Deshalb wollte ich mich mit möglichen vielen Pokémon anfreuen. Was sagst du, Passi? Willst du mir zur Hand gehen? Ich weiß nicht so recht. Mir geht der Hilferuf aus meinem Traum einfach nicht mehr aus dem Kopf. Andererseits weiß ich überhaupt noch nicht, was damit auf sich hat. Und ich wüsste auch nicht, wohin ich jetzt gehen sollte. Also gut, warum sollte ich Sabifol also in der Zwischenzeit nicht ein wenig unter die Arme greifen? Vielleicht komme ich ja so der Lösung meines Rätsels einen Schritt näher. Wer weiß? Also dann. Jo. Wirklich? Du wirst mir tatsächlich helfen? Klasse! Vielen Dank! Von jetzt an sind wir beide Freunde und Weggefährten. Und nun, da wir Freunde sind, könntest du mir ja einen Spitznamen geben. Na, was hältst du davon? Such dir bitte einen schönen Namen für mich aus, ja? Weiß ich ja jetzt schon was. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob er es will. Was Happy Fall ist eigentlich ein... Nee. Ja. Ich mach das für sie. warte.
Wie viele Buchstaben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mir fällt da nichts ein. Alter. Oh Gott, ich mach das jetzt einfach. Das bleibt sehr voll. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie es. Oder Smog lief. Seppifil? Oh, ich bin. Oh Mann, ey. Ich bin so ein Noob. Seppifil, ja. Warte mal, vielleicht kann ich irgendwelche Zeichen noch. Serbifoy? Serbifoy, richtig? Gut, dann bin ich für dich von nun an Serbifoy. Ja, ich hab's jetzt eigentlich geändert. Der Name passt zu mir. Ich werde mein Paradies erschaffen. Du kannst mich beim Wort nehmen. Die Begeisterung auf dem Gesicht von Serbifoy ist einfach ansteckend. Es war die richtige Entscheidung, meine Hilfe zuzusagen. Aber ich kann irgendwie immer noch nicht fassen, dass ich jetzt ein Pokémon bin. Und alles nur wegen einer Stimme, die mich im Traum rief. Ehe ich mich versah, hatte ich mich in ein Pokémon verwandelt. Ach ja. Nochmals der Traum. Wie es jetzt wohl diesen armen Pokémon geht, das in meinem Traum verfolgt wurde? Ich muss ihm schleunigst helfen, aber wie stelle ich das bloß an? Wo soll ich nur anfangen? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Zunächst einmal muss ich herausfinden, warum ich in dieser Welt gelandet bin. Und außerdem habe ich das Gefühl, wenn ich bei Serbifoy bleibe, wird etwas Aufregendes passieren. Ich habe das Gefühl, ein Abenteuer wartet auf mich. Passi? Wir werden unser Bestes geben. Scheiße, meine Kamera ist wieder scheiße. Zugegeben, nur noch sieht es hier ziemlich trostlos aus, aber du wirst deinen Augen nicht trauen, denn hier wird unser ganz persönliches Paradies entstehen! Entdecke ein Magneportal ist jetzt verfügbar. Diese Funktion kann über das Hauptmenü genutzt werden. Machen wir vielleicht auch mal. Möchtest du den bisherigen Spielstand speichern? Ja, und hiermit sage ich auch schon mal Tschüss. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. So viele Sprachfehler hatte ich jetzt auch gerade gar nicht, oder? Nur ein bisschen gestottert und so, aber sonst nichts. Aber naja, es passt doch eigentlich. Und ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir auch in die Kommis. Bis bald und ciao!